der Werbung sind wir zurück und jetzt sind Sie schon da. Wunderbar, heute aber auf die Minute, ja, die Gruppe Wellenlänge. Ja, schön, dass ihr runtergefunden habt. Ich weiß nicht, wer anfangen will, Ladies First, oder? Ja? Gerne. Manu, freut mich, dass ihr wieder da seid. Heute aus einem ganz besonderen Grund. Ihr habt ja wieder eine neue Single bei uns aufgenommen, also ein Video, die Nummer 1 aus eurem Album. Richtig, von unserem Album Kauft ihr Zeit. Ja, wunderbar. Kauft ihr Zeit, das ist ja schon wieder ein Jahr, gutes Jahr, oder? Ja. Also Anfang Oktober letztes Jahr hat die Premiere Präsentation. Ja, bald ein Jahr, gell? Aber läuft nach wie vor gut, ihr seid gut unterwegs, gell? Also Kompliment, tolle Sache. Ja, wir sind recht zufrieden, wir haben die zwei Videos gedreht, ja. Und jetzt eben die zweite Präsentation von der zweiten Single, die Nummer 1, also ja. Ein bisschen ein Zahlenspiel. Ja. Aber wir sind sehr happy damit und ja. Sehr positiv. Ja, ich habe das Ganze ein bisschen verfolgt auch, und wenn ihr die Box macht, gell, Wellenlänge ist wirklich, lüge nicht an, jede Box mindestens einmal wird Wellenlänge gewünscht. Gell, also, ja, freut uns natürlich. Na, wirklich, sensationell. Ja. Also der Jürgen zum Beispiel ruft immer an, für seine Frau gibt es kein besseres Lied, für immer und ewig, das muss sein. Also jede Box, was ich da bei ihm spiele, mindestens einmal Wellenlänge. Hätte man vielleicht für den Jürgen eh. Späterer Folge etwas, wenn Lust drauf besteht. Ja, gell? Ich habe die für immer und ewig, habe ich Ihnen schon zugeschickt, ich habe sie mir letztes Mal schon angelassen und vielleicht ja heute die Nummer 1. Also ich habe schon wieder was mitgebracht, ja, das werden wir dann später verlosen, also unbedingt mal dranbleiben sowieso. Ja, ihr seid heute ziemlich pünktlich gekommen. Manu ist gefahren, aber ich will jetzt... Ja, das kommt ja nicht oft vor, dass ich das Fahrzeug betätige. Ja, und schon Sport. Naja, wie soll man sagen, die Fahrt von Klagenfurt hierher ist ja immer sehr aufregend und turbulent. Aber leider ist es mir diesmal passiert, dass ich die Abzweigung nicht gefunden habe, zumindest gedacht habe, ach, da waren wir schon mal und dann war es schon zu spät. Aber macht nichts. Die Autofahrer hier unten sind sehr tolerant und wir haben es doch noch rechtzeitig geschafft. Ja. Na, wunderbar. Gut, Didi, nächstes Mal... Ja. Passt wieder du, gell? Nein, weil schön, dass ihr heute da seid. Eben euer neuer Single, die Nummer 1. Ich habe gesehen auf eurem Album, ihr schreibt es selber. Einige Lieder, viele Lieder, die meisten. Nummer 1, auch irgendwer dabei ja, gewesen? Melodie und Text vom Didi Brandner. Also die geht rein auf deine Kappe. Ja, genau. Könnte man sagen. Das Mikro. Könnte man sagen, ja. Stimmt. Okay. Ja, ja, du bist ja sowieso musikalisch, du spielst ja, glaube ich, fast jedes Instrument, was irgendwie zum Angreifen geht, gell? Und eben dann zusätzlich noch Texten komponieren, also langweilig wird er ja, nicht. Das gell? Ist Steckenpferd von mir. Ich habe zu Hause ein Homestudio, wenn man so sagen kann. Und da verbringe ich sehr viel Zeit, neue Ideen musikalisch. Manu schreibt irrsinnig lässige Texte und ja. Ich mache dann die Musik draus und das ist eigentlich ein wunderbares Hobby. Zeitaufwendig, aber ja. Im Endeffekt. Aber man macht es gern, gell? Richtig, ja. Sehr gut. Ja, ihr seid ja noch länger da und um die Leute zu Hause nicht allzu lange auf die Folter zu spannen, würde ich sagen, hören wir einfach mal euren aktuellen Titel jetzt an. Die Nummer 1 von Wellenlänge. Dranbleiben. Danach reden wir noch ein bisschen über den Song und natürlich über die Zukunft und überhaupt und sowieso. Also alles erfahren wir heute noch über Wellenlänge und jetzt hören wir sie. Wellenlänge, die Nummer 1. Mal sagtest, mit der Liebe ist es vorbei. Vergiss die schönen Zeiten einfach so. Wow. Spar dir deine Worte, schau mir ins Gesicht. Siehst du nicht das Ende? Nummer 1 in meinem Leben, das bist du. Tausendmal berührt, doch keine Ahnung. Die Nummer 1 in meinem Leben, das bist du. Mitten in den Träumen, aus und vorbei. Bleibst in meinem Herzen, du bist immer.
Ich bin lieber nur allein. Die Nummer eins in meinem Leben, das bist du. Tausendmal berührt, doch keine Ahnung. Die Nummer eins in meinem Leben, das bist du. Mitten vergessen, verzeihen, so ist die Liebe. Nie mehr vertrauen, Mensch, wie kann denn das sein? Und keiner weiß, wie es weitergeht. Die Nummer eins in meinem Leben, das bist du. Tausendmal berührt, doch keine Ahnung. In den Träumen aus und vorbei. Ja, wunderbar. Die Nummer eins in meinem Leben, das bist du. Also Text, Musik, beides von dir, gell? Erzähl mal, wie bist du denn zu den Text gekommen? Ja, es handelt sich eigentlich eben das Thema Nummer eins, die Liebe. Und es gibt, glaube ich, es gibt nichts Schöneres, wenn der Mann oder die Frau zum jeweiligen Partner sagt, die Nummer eins in meinem Leben bist du. Und so hat sich das irgendwie, war mal der Refrain da und dann musst du ein bisschen verknüpfen mit deiner Geschichte. Und dann irgendwann einmal brauchst du eine Melodie dazu und das, ja, es fließt zu eines ins andere über dann irgendwann einmal. Und dann jetzt, gell? Plötzlich ist es da und ist da, okay, cool. Ein wunderschöner Titel, also. Ja, also kann man nur gratulieren. Ja, es wird ja oft wahrscheinlich gefragt, seid ihr ein Pärchen, oder? Ich will. Was willst du? Also sie will, aber du nicht, oder wie? Ah, okay, na bitte. Ja, wird aber sicher oft gefragt jetzt, oder? Ja, na, ja, wir werden eigentlich vergeht kein Auftritt, wenn wir nicht gefragt werden. Ja. Das ist ja das Amüsante an dieser ganzen Geschichte. Aber nein. Jetzt kann man es endlich live auf Fernsehen sagen. Wir sind nur musikalische Kollegen, aber natürlich auch befreundet mit dort, oder? Okay. Wo scheitert es? Weil du schon vergeben bist, oder? Sie ist zu klein. Er ist zu klein. Alt. Er ist zu alt. Sie ist klein, du bist alt, na sauber. Ja, okay. Naja, passt die. Ja, du bist ja wirklich schon lange verheiratet. Also du hast wirklich deine Nummer 1 im Leben schon lange gefunden, gell? Ja. Wie schaut es bei dir aus? Meine schaut zu. Deine schaut zu? Deine? Also die meine Liebe. Nummer 1. Ah, okay. Die Nummer 1. Okay, liebe Grüße, gell? Wie heißt er? Was? Wie heißt er denn? Thomas. Thomas, grüß dich. Thomas, ich kenne sie sicher schon länger wie du, aber ja, na, dein guter Fang macht der Hätten Thomas. Hätten wir das auch geklärt, ja? Ja, na, wunderbar. Ich mein, haben wir gerade drüber geredet, sollen wir es besprechen? Und hast du gesagt, nein, und zickst und schauen, haben wir es erledigt. Gell. Das machst du dann immer, wenn wir auf Live-Sendung sind, wo man nicht ausweichen kann, aber deswegen man steht dir dazu. Deswegen mache ich das so gerne. Ja. Na, aber eben, ich denke es mir halt, wenn man, ja, Frau, Mann, auf einer Bühne ewig schon als du unterwegs, er wird dann sicher oft was angerichtet, aber eben nein, also musikalisch und damit, also freundschaftlich natürlich auch und dann ist der Fall erledigt. Gell? Es ist so wie die zweite Familie, man muss es zugestehen. Ich gehe drüben schon mehr ein und aus als bei der eigenen, aber... Okay, bringst du was mit ab und zu, wenn es ja schon ein und aus geht? Ja, eigentlich nur Stress. Für Stress. Aber nein, es ist ja so, dass man eigentlich sehr viel Zeit miteinander verbringt und das ergibt sich ja automatisch, weil bei mir... Zu Hause im Keller ist eben das Studio und da proben wir, da werden Demos gemacht, da werden verschiedene Ideen dann musikalisch vorgefertigt und ja, automatisch sieht man sich fast jeden Tag und bei den Auftritten sowieso. Also das ist unausweichlich, aber passt perfekt. Passt. Also Zankereien ab und zu? Nein, überhaupt nicht. Nein, eigentlich nicht. Was? Ja, du bist ja auch sehr umgänglich wahrscheinlich, oder? Also, absolut. Nein, also man sieht es, es passt. Also, seit 2010 gibt es euch eben in der Formation, damals noch Tour und Top. Dann der Namenwechsel, wann war der? Zu Wendlinge? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, war das Problem immer bei den Leuten, die was Tour und Top, dann haben sie nicht so richtig was anfangen können. Okay. Die haben das auch teilweise falsch ausgedrückt, falsch geschrieben. Da sind alle möglichen Variationen. Nur nicht Tour und Top und dann haben wir gesagt, jetzt reicht's. Jetzt brauchen wir einen Deutschnamen, weil das ist sicher möglich, dass das jeder irgendwo darauf abspeichern kann. Ja. Und irgendwann sind wir dann mit einer professionellen
Hilfe eigentlich auf diesen Namen gekommen, ja? Weil wir eigentlich uns musikalisch und so auch sehr gut verstehen und eigentlich dann ist das rausgekommen, dass wir auf einer Wellenlänge sind und so hat sich dann der Name ergeben. Der sehr war frei passend. Und war perfekt. Ja, wirklich sehr passend. Ja, ja aber dich kennt man ja sowieso schon noch von viel früher. Du hast ja bei verschiedenen Bands mitgesungen, unter anderem Bandhaus damals noch. Gell? Ja, schon ich spiele eigentlich schon seit 10. Lebensjahr, habe ich gelesen. Ja, also wenn ich schon auf den Bühnen unterwegs habe, angefangen als Alleinunterhalter und dann verschiedene Bands mitgemacht und dann auch mal Bandhaus und so weiter und dann sind wir eben seit 2010 im Duo unterwegs. Ja. Ist ein bisschen einfacher zu handeln, das Ganze ist ja nicht so. Du weißt sehr selber, wie das ist. Ja, mehr Leute, mehr Sachen zu koordinieren und mehr Gerät und so weiter. Und irgendwann einmal denkt man sich, ja, jetzt möchte man ein bisschen zurückschalten, das Ganze ein bisschen zielorientierter angehen. Und wir passen gut zusammen und das hat sich dann irgendwie so ergeben. Und dann haben wir gesagt, so machen wir weiter. Okay, sehr gut. Manuel Zwerin da, belästigen. Ja, wie seid ihr jetzt direkt als Gesangstour zusammengekommen? Wie ist das entstanden? Oh, das ist eine lustige Geschichte. Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Ja. Ach, wir haben Zeit ohne Ende. Ja, es hat einmal in einem Kärntner Regionalmedium, also quasi in einem Radio, einen Wettbewerb gegeben. Okay. Ein Gesangswettbewerb und ich habe mich damals kurz entschlossen, da mitzumachen. Mhm. Ja, und wie dann das Finale im Radio war, ist der Didi gerade auf dem Weg in die Arbeit gewesen, hat dann das Radio eingeschalten. Dass ich gedacht, Dave Lane, die singt aber gut, gell? Stimmt's? Also jetzt Lobeshymnen zu verkünden? Nein. Okay, ja. Hat daraufhin beim Sender angerufen und gefragt, ob es möglich wäre, den Kontakt herzustellen. Okay. Ich habe dann ein skurriles E-Mail bekommen, da gibt es einen Didi aus Klagenfurt, der wird gerne in Kontakt mit dir treten. Und ich habe wirklich eine Woche lang überlegt, soll ich oder soll ich nicht? Ja. Da habe ich gedacht, so eine Partnerbörse, jetzt ist er weg. Gell? Ja, schlussendlich war es dann die richtige Entscheidung. Ich habe mich dann mit ihm getroffen, wir haben uns einmal musikalisch abgestimmt, geschaut, ob das funktioniert. Und seitdem sind wir eigentlich unzertrennlich, gell? Ja, schöne. Ist ja eine schöne Geschichte. Also ja. Lustig, ja, aber. Ich hätte sie noch ausführen können, aber. Nee, so Detail müssen wir jetzt dann eh nicht gehen, das passt schon. Ja, und eben seitens unterwegs. Ja, du übernimmst natürlich alle Arten von der Musikrichtung auf der Bühne, gell? Also nicht nur Schlager, du bist natürlich auch Popmusik begeistert, oder? Richtig, eigentlich ich stehe auf facettenreiche Musik. Ja. Also ich würde das nicht auf ein Genre jetzt klassifizieren, sondern eigentlich eine große Bandbreite bevorzugen. Und das machen wir auch im Live-Programm. Ja. Also wirklich von Austropop, Rock, Pop, Schlager, es ist eigentlich alles dabei, weil wir Wellenlänge eigentlich bunt und facettenreich sind, haben wir gesagt. Das soll auch, wenn wir auf der Bühne stehen, jeder was davon haben. Ja, eins muss ich sagen, eins auch, ich will nimmer sehen, dass du in Klagenfurt auf dem Eis stehst. Bei den Katzlern, da ist auch die Bundeshymne. Ich kann nicht beruhigen, die Eishockey-Saison beginnt ja erst im September, also wir haben bis dorthin noch Sommer. August, Sie, verzeih mir, Schande über mein Haupt. Ja, Klagenfurter. Ja, typisch. Naja, aber wie gesagt, das ist ja nur dann der Fall, wenn meine Heimatstadt, sprich der dazugehörige Verein, der KHC Meister wird oder auf dem Weg dorthin. Genau, beabsichtigt Meister zu werden und die ersten Finalspiele sind, dann darf ich dort einen Trillern am Eis mit High Heels und so. Ja, ich habe das damals mal gesehen. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, es ist alles gut gegangen. Ich habe nur geschaut, wie du singst, zugehört und dann habe ich wieder umgeschalten. Ach so, aber das war nicht der VSV, ja? Ja, eben, deswegen. Das finde ich dann nicht so leid. Nein, aber wunderbar, also du bist auch abseits unterwegs und bekannt geworden bist du ja mit Kärnten den Schlagerstar. Richtig, ja. Da möchte ich aber dann später noch mit dir reden, weil jetzt haben wir ja noch Zeit genug. Ich würde sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik, ihr bleibt noch da und dann hören wir noch weiter. Wie die Mann angefangen hat, wie der Didi angefangen hat und wie es weitergeht. Also, Musik und dann sehen wir uns wieder. Das hätte ich niemals gedacht.
entschlägt, da habe ich wohl keine Wahl. Diese eine Nacht hat mein Herz zu dir gebracht. Und am Morgen war mir klar, manche Märchen werden wahr. Für immer und ewig und tausendmal. So, jetzt sind wir schon wieder zurück. Ja, wir quatschen unaufhörlig weiter, auch während euren Titels. Also das war für immer und ewig. Muss ich doch zuerst noch kurz, ja, es tut mir leid. Ja, ich schwenke heute halt immer gerne um. Gell. Der Titel ist schon ein bisschen älter, gell? Ja, den hat es schon 2009 gegeben, ja? In einer Single-Auskoppelung. Und sie war auf Mallorca als Disco-Remix-Version unterwegs. Gar nicht so schlecht. Aber trotzdem haben wir uns gedacht, das wird für uns die erste Single werden. Ja. Wo wir die wieder neu auskoppeln, neu arrangieren, also neu produzieren und so weiter und neu eingesungen. Aber das war ganz okay. Ja. Tolle Nummer, ja. War sogar damals Dollhaus, oder? War das richtig, auf der Dollhaus-CD waren wir auch vertreten, richtig, ja. Gibt es leider nicht da mehr. Haben sie leider auch damals die Radio-Edit-Version raufgegeben, statt der Remix-Version, das ist auch noch dazukommen. Das habe ich mal gesagt, den müssen wir jetzt unbedingt nochmal produzieren. Okay, das war okay. Auch ein ist Grund da, davon. Ist da Fehler passiert. Ja, richtig. Okay. Ja. Okay. Ja, das ist nicht gut. So, jetzt ist wieder die Manu dran. Ja, wir haben kurz vorher geredet. Deine Karriere sozusagen hat begonnen, Kärnten sucht den Schlagerstar. Aber da nimmt man nicht einfach so teil, wenn man sagt, ich bin jetzt lustig. Du hast ja vorhin schon irgendwie gesagt, komm, ich merke, ich kann ein bisschen singen. Ne? Ja, das war ja mal die Anifa, also einige Jahre zuvor, wo ich das Talent irgendwie durch Zufall erkannt habe. Okay, ja, wie so oft. Ja, wie so oft. Und irgendwann hat es die Ausschreibung gegeben, quasi in der Kronenzeitung damals, dass eben Kärnten einen neuen Schlagerstar sucht. Und wir haben, glaube ich, damals miteinander gesprochen und der Didi gesagt, okay, pass auf, ich bin, jetzt sind wir wieder beim Punkt, zu alt, ja. Da hat es ein Alterslimit gegeben, sonst wären wir zu zweit aufgetreten, ja. Ah, da habt ihr eigentlich schon, ja klar, das schon war gekannt, 11 und 12 und 2010 sind wir gemeinsam unterwegs und 2011 war der Wettbewerb. Und ja, aber er hätte hinten als Tänzer oder so. Er hat einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag geliefert und zwar das Lied, mit dem ich angetreten bin. Aha, welches? Ja, das war beim ersten Mal für dich. Aha, ja. Du siehst, warst da doch ein bisschen dabei. Also. Ja, wir waren eigentlich dann als Act. Als genau, als Act. Okay. Richtig, es hat da quasi ein Halbfinale gegeben und dann die Ausscheidung, dann das Finale war im ORF-Studio. Ja. Und da war quasi, wie trittst du auf der Bühne auf, ja? Und dann haben wir das gleich mit einer Band verbunden und da bin ich mit auf die Bühne nehmen dürfen, ja. Ah, sehr gut. Ja, 11 und 12, dritter, zweiter. Richtig, ja. Wieso dann 13 nicht mehr, dann war es der erste geworden. 2013, warum eigentlich nicht mehr? Ja, aber eigentlich gibt es ja diesen Spruch, alle guten Dinge sind ja, drei, aber... Eben. Und bei dir wärst du auch noch drei, vielleicht wäre es gestaffelt gewesen, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Okay, also nein, aber. Also... Es war das Bedürfnis einfach nicht mehr da. Und vor allem waren wir dann richtig, richtig viel unterwegs. Und
es hat so Spaß gemacht, also es war nicht mehr notwendig quasi an dem Bewerb teilzunehmen. Okay. Da hat man ja damals, glaube ich, anrufen können, oder wie ist das, oder wie war das genau? Es gab ein Online-Voting und es gab eine eine Juryentscheidung, richtig. Es waren jeweils 50-50% und ja, das Ergebnis war dann der Platz 2 im 2012er Jahr. Das ist ja auch sehr fair, wenn man eine Gruppe im Ding hat und da Online-Voting gibt, gell, und du, armes Mausl, bist allein, gell? Ja. Also ich habe das so gesehen. Aber also ich habe beim zweiten Mal das Online-Voting gewonnen, also sowas. Ah, du siehst, ja. Ja, da haben sie dich schon gekauft. Das war dann die Jury, ja, es war die Jury. Ah, okay, die Jury. Nein, aber eben, und seitdem geht es jetzt aber rein mit Wendlinger weiter, oder bist du jetzt auch solo unterwegs? Nein, eigentlich hauptsächlich im Duo. Ja. Natürlich auch als Solistin verfügbar, aber ich bevorzuge trotzdem das Duett, so wie wir es eigentlich handhaben. Ja. Ja, ist gemütlicher, gell? Ja. Überhaupt mit dem Didi. Es ist sehr schön, um die Häuser zu sehen. Wie Salz und Pfeffer sieht, das. Ich habe ein bisschen auf Facebook gestöbert und ein bisschen was geschaut. Ach so, das läuft im Hintergrund. Ja, das läuft im Hintergrund extra. Du siehst eh, du auch. Sag jetzt nicht, das ist nicht, wenn ich davor stehe. Ich war so auf dich fokussiert. Ja, also. Ist schon gut. Thomas, sie hat es nicht so gemeint. Heißt Thomas, gell? Mal richtig merken. Ja. Jetzt, Didi, deine Musikkarriere haben wir jetzt gehört. Ja, wie wir schon früher gesagt, du hast mit 10 Jahren wirklich schon angefangen. Du hast dann wirklich auch studiert. Jazz-Trompete oder irgendwie so, habe ich was? Ja, Konservatorium Klagenfurt, also Hauptfach Jazz-Trompete. Und habe da das Lehramt gemacht und die Diplomprüfung und bin auch in Graz gewesen. Habe Keyboard- und Klavierpraxis Unterricht genommen beim Gerd Schulder, das ist eigentlich ein Kärntner, das ist ein Filmkomponist von Kommissar Rex. Ah, okay. Der Schlosshotel Ort. Also das war ganz, ganz interessant bei ihm und habe sehr viel gelernt und probiere das auch immer anzuwenden beim Live-Spielen und so weiter. Okay. Und, nein, war sehr lehrreich und hat sich so ergeben. Ja, und immer weiter. Und du bist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang Kapellmeister der Militärmusik Kärnten. Ja, richtig, seit interimsmäßig seit 1. Dezember 2015 habe ich das Amt übernommen und ist natürlich eine Mordsaufgabe und eine Mordsverantwortung natürlich. Also ich bin rund um die Uhr mit Musik beschäftigt, wenn man so will. Also Vormittag oder halt den ganzen Tag die Dienstmusik. Und mittlerweile geht es uns ja wieder gut personell. Wir sind ist wieder aufgestockt worden. Ja, wir sind jetzt wieder, also ab Herbst haben wir wieder 40 schön. Mann stark. Es kommen vielleicht im Oktober 4 Damen dazu. Man würde die Frauenquote etwas erhöhen. Okay, ja. Das freut uns natürlich. Wie viele sind aktuell dabei? Niemand. Ah, okay. Niemand. Leider nicht. Aber das ist ja auch das Ziel, dass da ein bisschen mehr Damen einfach Fuß fassen können. Okay. Und ein bisschen gemischter ist. Ja, leider spielst du kein Instrument. Ja. Triangel oder große Trommel. Sie war eh schon dabei. Also so ist es nicht. Oder die große Trommel, das Wagelezähl. Da findet man locker was. Ich habe schon 5 Damen wieder dabei. Gibt es genug Möglichkeiten. wie gesagt, rund um die Uhr mit Musik eigentlich beschäftigt. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, und eben, das freut mich ganz besonders, dass die Militärmusik wieder Zuwachs bekommt, weil da war ja, wie viel Warzen da zum Schluss? 20? Ja, 20 wäre die Sollstärke gewesen. Nicht einmal die haben wir erreicht, weil einfach durch die verschiedenen Einrückungstermine wäre das übers Jahr nicht möglich gewesen. Und jetzt mit Juli sind wieder die Neuen eingerückt, wieder 19 Junge. Ja. Und also wie gesagt, mit Herbst sind wir schon wieder auf 40 Mann. Okay. Haben wir noch Platz etwas, aber es braucht natürlich ein bisschen Zeit, das Ganze wieder aufzubauen. Ja. Wird noch ein bisschen brauchen, aber wir sind am guten Weg. Ja, wunderbar. Absolut, ja. Du hast interimsmäßig, also aber jetzt schon fix. Nein, jetzt schon fix, seit Jänner fix. Okay. Und jetzt nächste Woche Freitag haben wir die Angelobung vom Sommerurlaub da im Finkenstein-Farkassee. Ja. Und so geht es halt dahin. Ja. Also. Ja, Gott sei Dank. Wunderbar. Eben, und dann in der überbliebenen Freizeit unterwegs mit Wendlinge. Da seid ihr auch viel unterwegs, auch so am See, wo ich sie so verfolgt habe. Gell? Richtig, ja. Wir haben ein paar Auftritte heuer im Schlosshotel Felden. Da haben wir so 5 bis 6 Auftritte, wenn es schön ist. Natürlich heraus ist perfekt, weil das Ambiente einfach sensationell ist. Ja. Der Wörthersee, die Kiste Wasser, Sonnenuntergang, Schlosshotel im Hintergrund. Das ist traumhaft. Und nächste Woche fahren wir in deine Heimat auf das Boot. Ja, okay. Milchstädter See. Ja, jetzt auch rund um den See. Swing and Fish mit Wellenlänge. Okay, wirklich, also seid ihr? Ja. Da geht es also eine ganze Runde um den See, gell? Ja, so, ich glaube so 2,5 Stunden, 3 Stunden dauert das Ganze. Ja. Und steigen Leute zu, die können. Genau? Das ist der nächste Mittwoch. Ich bin im Urlaub. Sorry.
sonst wäre ich vorbei. 27. könnte sein, Mittwoch auf alle Fälle. Ja. Und kann man online buchen. Ja. Keine Ahnung, wie stark reserviert das jetzt momentan ist. Einfach reinschauen. Und so ist es. Ja. Sehr lässig Abend, wahrscheinlich mit Verpflegung und alles. Ja, absolut. An Bord, ja. Tanzmöglichkeiten und so Partyabend ein bisschen. Und das machen wir bei zwei Aktionen heuer mit. Und ja, sonst sind wir, probieren wir es da ein bisschen trotzdem im Bereich zu halten, dass wir noch ein bisschen Luft haben für die Familie. Ja, klar. Ganz wesentlich und wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. Ja. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was überfahren über eure Vergangenheit, über die Zukunft und welche Pläne noch gekommen sind oder was eh schon auf dem Zettel steht. Über das reden wir gleich wieder. Jetzt gibt es kurz Werbung und dann sehen wir uns wieder. Also unbedingt dranbleiben. So, ja, jetzt sind wir noch einmal zurück und einiges haben wir jetzt schon gehört, gell? Aber eben, wie schaut denn die Zukunft aus? Ist was geplant? Was habst du vor in nächster Zeit? Ja, natürlich, die nächste Single steht ins Haus. Also das haben wir gerade beim Auschecken, welcher Single es sein wird, in welcher Richtung wir uns musikalisch da bewegen werden, weil wir ja verschiedene Facetten auf der CD drauf haben. Und wird vielleicht dieses Jahr noch passieren, also nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher. Mhm. Und das wird dann eine nächste musikalische Aktion von uns werden und da wird man wieder mehr von uns hören, was die Single betrifft. Ja. Und vorausschauend vielleicht fürs nächste Jahr noch so viel, dass wir vorhaben oder uns mehr konzertant vorzustellen, also auf Bühne, wo wir dann wirklich mit unserer eigenen Musik dann uns vorstellen können. Und das wäre eigentlich unser Traumziel. Ja, logisch. Ja. Sowas. Wir probieren es halt einfach und schauen wir mal. Ja. Probieren muss man alles. Gell? Ja. Also, und eines muss ich schauen, nochmal sagen, ihr habt nicht nur jetzt Popschlager oder so, ihr habt auch Weihnachtslieder, gell? Oder ein Weihnachtslied. Gell? Ja, mehrere eigentlich schon im Laufe der Zeit. Also haben wir auch, die was wir dann zu dieser Zeit ab November wieder zur Menge rauslassen. Ja. Also kann man die kaufen, Weihnachts-CD? Downloaden. Die kann man downloaden, auf Amazon, überall oder auf iTunes zum Beispiel. iTunes. Überall möglich. Macht die Welt aus, heißt die aktuelle. Macht die Welt aus, genau. Ja, das sind ein paar Monate oder so. Ja, aber es dauert. Ja, klar. Jetzt ist das jetzt. Ich hab kurze Hosen an. Ja. Der Strumpfhosen an. Ja. Okay. Man folgt. Also ja, einiges geplant, also jetzt im kommenden Jahr. Ja, wünsche ich jetzt schon mal viel Erfolg. Aber eben aktuell noch unterwegs mit Wellenlänge die Nummer 1. Ihr habt ja auch eine Promoterin, also die Nina Stern. Mhm. Die macht ein bisschen was für euch. Gell? Also die hat sich da jetzt ein bisschen etabliert, gell, in dieser Szene Tiger. Richtig, und so weiter, gell? Macht für uns die Online-Promotion und versendet eben die Titel an diverse TV- und Radiostationen, also Videos, TV-Stationen und so weiter, Radiostationen im deutschsprachigen Raum. Und das Feedback, also vor allem für diese Nummer, die Nummer 1, ist sehr, sehr positiv. Und Ditches werden auch abgeklappert, wie das ankommt, damit wir auch wissen, als Feedback, was kann man das nächste Mal besser machen und so weiter, was kommt gut an. Und es passt ganz gut momentan. Ja, sehr gut. Also wie gesagt, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Manu, du musst noch eine abschließende Worte sagen, du musst mich noch einmal als Hasen, oder? Nein, um Gottes Willen, aber ich glaube, wir gehen runter in die Lobby, da gibt es WLAN und wir werden ein paar Pokémons jagen gehen. Oder so. wir haben gerade früher, gell, Pokémon Go. Also ich habe gerade gesagt, ich sitze da normal im Stuhl und wenn zufällig ein Pokémon irgendwo ist, dann drücke ich auf und probieren zu fangen, aber sonst so rumgehen, das ist sowieso nicht mehr. Ach, wir treffen uns das nächste Mal in der Arena. In der Arena? Okay. Okay, er hat noch kein Level 5 erreicht. Nein. Habe ich nicht, nee. Ah, Arena, okay, wir treffen uns in der Arena. Gut. Genau. Ja, auch dir weiterhin viel Spaß. Vielen Dank. Didi, ja. Und ja, was soll man sonst noch sagen? Die Nummer 1. Aktuell und ja, die neue Single will man da schon verraten? Nee, das überlegst du besser. Nein. Also das Einzige, was wir verraten möchten, ist, dass es sich ebenfalls auf dem Tonträger Kauf dir Zeit befindet. Kauf dir Zeit, da muss man nochmal sagen, genau. Also das Album, das aktuelle Kauf dir Zeit, gibt es natürlich auch überall käuflich zu erwerben. Richtig, zum wie Downloaden. Vorhin bereits erwähnt, auf diversen Online-Plattformen, Musicload. Am besten ist einfach Wellenlänge eingeben und alles, was ihr darin findet, runterladen.
dann können es. Oder einfach die neuesten Informationen auf www.wellenlänge.at. Kleine Schleichwerbung am Rande. Passt ja auch. Und Facebook sowieso auch, gell? Facebook sowieso. Ja, anklicken gefällt mir und auch immer am neuesten Stand, gell? Genau. Wo ist der nächste Auftritt? Nächste Woche in deiner Heimat in Milstädter See. Das ist der nächste. Mittwoch, der 27. Ah ja, da geht es rund um den See mit dem Dampfer. Also da vorbeischauen, Internet, kann man schon Tickets besorgen. Nächsten Mittwoch, schauen Sie. Wellenlänge dann, sticht in See. Wie heißt es? Fish and... Fish and Swing. Fish and Swing. Also gibt es Fisch und Swing. Wunderbar. So, ich habe mal eine CD, also drei CDs da. Ich würde sagen, zwei nehme ich mal her und zwei gibt es jetzt dann zu gewinnen. Sie können jetzt schon anrufen, Telefon ist offen und zwei CDs gehen dann gleich an zwei glückliche Gewinner raus. Die Wellenlänge, die Nummer 1. Ja, ich sage nochmal, danke vielmals, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ja, ich hoffe dann nächstes Jahr wieder, wenn die neue Single da ist, oder? Oder wie schaut's aus? Kommen wir natürlich sehr, sehr gerne. Sehr gut. Ja, versprochen, gell? Und ja, ansonsten vielleicht treffen wir uns mal irgendwo auf einer Bühne. Würde mich auch wieder mal fragen. Ja. Schon wieder eine Zeit lang her, wann waren wir in der Terre? 2011. Gottes Willen, 5 Jahre. Zeit vergeht. Ja, allerdings sollten wir wiederholen, es war sehr, sehr lustig. Ja, du warst damals allein unten, gell? Ja. Wie? Weiß ich noch, gell? Wie jetzt? Genau. Ja, hast du ja allein ein Einzelzimmer gehabt, ne? Achso, das ist richtig, ja, genau. Stimmt. Mhm. Passt, ja, gut. Die Gruppe Wellenlänge heute, meine Gäste. Dankeschön, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal, Dankeschön. Ja, und Ihnen wünsche ich auch einen wunderschönen Nachmittag am Abend. Viel Spaß mit meinen Kollegen Sepp Martelschweiger und der Volksbox. Wir sehen uns am Freitag schon wieder. Freitag, 14 Uhr, bin ich wieder hier für Sie. Freue ich mich. Und jetzt nochmal anrufen. Zwei CDs, die gibt es für zwei Gewinner. Tschüss, für euch, bis zum nächsten Mal.